Hallo zusammen. Beim Skifahren kommt es unter anderem natürlich auf eine gute Körperspannung an und viel von der Stabilität kommt aus dem Bauch. Deswegen zeige ich euch heute mal ein paar meiner liebsten Bauchübungen. Wichtig ist natürlich, dass man vorher gut aufgewärmt ist, also einfach ein paar Minuten auf der Stelle laufen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und die Muskulatur zu erwärmen. Ihr legt euch auf den Rücken, Kopf gerne ablegen. Wichtig ist, dass man wirklich eine gute Tiefenspannung hat. Das heißt, hier kriegt man die Hand nicht runter. Es ist der Kontakt zum Boden da, weil es ist die Gefahr, dass wenn man die Spannung nicht hält oder auch beim Heben des Beins, dass man dann einfach hier im Hohlkreuz liegt. Das sieht man dann hier drunter fassen kann. Deswegen also wirklich Bauchnabel einziehen und die Spannung halten. Und dann ist die Übung, die so einfach aussieht, eigentlich ganz schön schwierig. Noch intensiver macht es, wenn man mit der Handfläche gegen das Knie drückt. Immer abwechselnd links und rechts. 30 Sekunden. Dann 30 Sekunden Pause und 2 bis 3 Serien. Für die nächste Bauchübung bleiben wir direkt auf dem Rücken liegen. Nehmen die Hände hinter den Kopf, so eigentlich an den Ohren vorbei und machen dann wie beim Sit-Up eine leichte Bewegung nach oben. Wirklich nur eine kleine Bewegung, sehr kontrolliert. Nur die Schulterblätter anheben, kurz halten, auch wieder für 30 Sekunden. Variante hier wäre, dass man es einfach hält, wem es zu anstrengend ist, die Wiederholungen zu machen, der kann es einfach halten und eben sehr individuell, jeder, wie fit er halt ist, die Intensität eigentlich über die Belastungsdauer steuern. Kann man natürlich auch nur 10 oder 20 Sekunden machen, ich finde 30 ideal, man kann es natürlich auch eine Minute oder noch länger machen. Jetzt trainieren wir noch die seitlichen Bauchmuskeln, also die geraden, die merkt man jetzt schon ganz gut. Für die seitliche Übung eine Hand ganz locker hier an die Seite legen und die andere Hand hinter das Ohr. Und dann auch in einer kontrollierten, langsamen Bewegung hier aufrollen in Richtung, also Ellbogen geht in Richtung vom gegenüberliegenden Knie. Und wenn man das richtig macht, also auch hier, das ist bei allen Bauchübungen immer diese Tiefenspannung halten, das ist sehr wichtig. Wenn man das richtig macht, dann merkt man richtig, wie es hier an der Seite ankommt. Das ist gut für den Waschbrettbauch. Also ich bin eigentlich immer so auf die 30 Sekunden. Wer keine Stoppuhr zur Hand hat oder nicht mitzählen will, der macht einfach, der zählt die Wiederholungen mit. Also da mache ich immer so 12 bis 15. Kann man natürlich auch je nach Belieben nach oben und nach unten verändern für seine individuellen Bedürfnisse. Das sind wirklich 3 super einfache, aber effektive Übungen. Und mit ein bisschen Abwechslung drin ist, mache ich die eigentlich immer alle 3 durch, immer mit diesen Pausen dazwischen, dann nach jeder Gesamtserie eine längere Pause und das Ganze mache ich dann eigentlich meistens so 3-mal. Hier auf dem Otto-Channel zeige ich euch auch noch weitere Übungen in anderen Videos für den Hintern und die Beine und ich freue mich natürlich über ein fettes Like und außerdem über Kommentare, welche Übungen euch besonders viel Spaß machen. Bis zum nächsten Mal.